Hey Leute, ich habe jetzt hier den Ralf mit dem kleinen Bizeps neben mir. Bald kommt auch noch ein Posing-Update und Ralf macht Gains. Genau. Ah, Gains! Und ich zeige euch jetzt eine Sache. Ich mache jetzt die Steigerung quasi innerhalb vom Training und gehe jetzt hoch mit dem Gewicht und habe auch einen Spotter. Das ist Ralf. Ralf ist einer der besten Spotter. Das ist das Einzige, was er eigentlich macht im Fitnessstudio. Ich habe schon Karl gespottet, zum Beispiel. Echt? Ja, ihr seht schon, er ist sehr, sehr erfahren. Du hast schon, wen hast du noch gespottet? Ich glaube, Micha auch. Von daher, ich bin schon ein harter Spotter. Harter Spotter, der Ralf ist ein harter Spotter, ja. Also, ich habe schon mit den Pros gearbeitet. Also, der Ralf ist, der weiß, was er tut, der ist erfahren und macht das schon sein Leben lang. Seit er 7 Jahre alt ist, spottet er. Auch bei Gartenarbeit daheim hat er immer gespottet. Dann, jetzt spottet er mich, jetzt hat er wieder die Ehre. Er hat mich gefragt heute, ob er mich spotten darf. Habe ich gesagt, gerne, Ralf. Also, und jetzt erzählt er euch was über sein Handwerk, während ich mir meine Musik rein. Also als Spotter quält man die Menschen, das heißt, ich helf so wenig wie möglich. Wie ich will ja quasi hier nicht dem Tim die Raps stehlen. Da gibt es auch Leute, die machen dann beim Bankdrücken quasi das klassische Rudern. Ja? Und der andere denkt, er trainiert Brust, das machen wir nicht. Er muss seine Raps selber machen. Also. Okay. Und natürlich beim Raushelfen ganz wichtig. Wo willst du haben? Ellenbogen oder Handgelenk? Okay. Lass los! Gut. Also ich habe jetzt eigentlich nur beim Rausheben gespottet. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie intensiv war der letzte? 9. Okay, und die 10. Die nächste Wiederholung, wieso hast du sie nicht gemacht? Ich habe sie nicht gemacht, weil es einfach dann schon Muskelversagen wäre im 3. Satz. Das ist für mich zu früh. Ich mache es im 4. meistens. Im 4. hätte ich dann noch ein bisschen geholfen. Und die Sache ist hier, beim Spotten ist jetzt wirklich wichtig. Also erstmal. Grundsätzlich habe ich gesehen, das sind kleine Scheiben, das hier sind 1,25er Scheiben. Die sind echt scheiße, die sind mega unstabil. Ich hatte die 60er leichter auf meinem Oberschenkel als die 57,5er. Ja. Das ist wichtig. Und da ist auch der Spot einfach wichtig. Jetzt gerade habe ich gesehen, dass Ralf geguckt hat, dass hier Handeln wieder zurückbekommen. Dann steht Ralf hinter mir beim Rausheben, sehr wichtig. Weil hier. Und man muss natürlich ein Gefühl haben, ob der. Typ, den ihr quasi spottet, ob er die Rap noch schafft oder halt nicht. Und halt, das Problem ist das, ihr müsst rechtzeitig eingreifen, weil wenn ihr den anderen jetzt so in 20 Sekunden quasi hier so in so einer wackeligen Position halten lässt, aber dann hat es auch keinen Wert mehr, weil dann ist der Sinn, dann brennt das zentrale Nervensystem völlig aus und dann habt ihr im Grunde nur noch 5% oder sowas geholfen oder so. Beziehungsweise ihr habt sau viel geholfen, aber ihr macht nichts mehr gut dabei, weil ihr quasi den Athleten habt ausbrennen lassen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja, war es. Und wichtig einfach nur bei der Bewegung, das hat Ralf gerade auch wahrscheinlich gesagt, auch, dass hier am wichtigsten ist, dass Ralf einfach hier ist, das ist der tote Punkt. Und hier verschenkt man am meisten Kraft. Wenn ich jetzt hier alleine, da wäre ich vielleicht nur 3 Wiederholungen geschafft, weil ich einfach von hier aus der Schulter alles rausheben hätte müssen. Ich habe zum Beispiel gestern ein Schultertraining gemacht, aber beim 5. Satz bin ich nicht aus diesem toten Punkt rausgekommen, hat keinen Spotter gehabt. Obwohl du davor alles vorher geschafft hast. Konnte ich nicht, ja. Ich kenn's. Wir sehen uns. Ciao, ciao. 150 Mal geschafft, aber mehr noch nicht rübergegangen. Ich mache jetzt gerade 90, Alter. Ja, und du trainierst Beine. Verstehst du? Ich trainiere Beine nicht. Ja, nee, verstehe. Ich wollte nur noch mal auf diesen Aspekt zurückführen. Bei mir sieht man fast nichts. Du hast die üblen Beine und da sind nur so 60 Kilo Unterschied, weißt du? Ja. Also das ist, das müsst ihr einfach wissen, Leute. Das ist manchmal auch so, dass Leute sagen, ja, aufgepumpt. Geh mal aus dem Licht raus, das Licht ist voll scheiße. Ja, man sieht hier immer übel gleich aus, gell? Ja. Es ist einfach so, ich meine, ihr habt doch gesehen, ich habe ein Video hochgeladen, wo ich 60 Kilo Kurzhantel, Schrägbank drücken und so. Also ich habe schon Kraft in den Gebieten, wo ich